Vergrößern, Verkleinern. Marian Michalczyk wird nachträglich für den Lehrgang nominiert. Urheberrecht Getty Images. Der Bundestrainer holt für das Spiel gegen Norwegen zwei neue ins Team. Yannick Kohlbacher und Paul Drucks müssen ersetzt werden. Bundestrainer Christian Prokop hat Moritz Preuß und Marian Michalczyk für den Lehrgang der Nationalmannschaft und das Länderspiel am Mittwoch 20.00 Uhr in München gegen den WM-2. Norwegen nachnominiert. Der Gummersbacher Preuß rückt für den am Ellbogen operierten Kreisläufer Yannick Kohlbacher, HSG Wetzlar, ins Team. Der Münchner Michalczyk für den Untersprunggelenksproblemen laborierenden Berliner Paul Drucks. Prokop versammelt sein Team am kommenden Montag in München. Vor dem Duell mit Norwegen sind am Mittwoch die deutschen Frauen im Einsatz. Gegner um 17.30 Uhr ist Polen. Am Tag darauf reisen die deutschen Männer nach Japan, dann soll auch Kohlbacher wieder an Bord sein. Der Olympiadritte von Rio trifft am 13. Juni 11.30 Uhr im ESZ in Tokushima und am 16. Juni 8.00 Uhr in Tokio jeweils auf die Asiaten. Der Olympiagastgeber wird vom ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreut, er soll Japan zu den Spielen in Tokio führen. Das Aufgebot der deutschen Handballnationalmannschaft. Tor, Silvio Heinevetter, Füchse Berlin, Andreas Wolf, THW Kiel, Feld Uwe Gensheimer, Paris St. Gemma, Finn Lemke, MT Melsungen, Patrick Wiencheck, THW Kiel, Tobias Reichmann. Frisch auf Göppingen, Patrick Grützki, Rhein-Neckar Löwen, Kai Heffner, TSV Hannover Burgdorf, Evgeny Pevnov, TSV Hannover Burgdorf, Julius Kühn, MT Melsungen, Matthias Musche, SC Magdeburg, Fabian Böhm, TSV Hannover Burgdorf, Niklas Pietzkowski, SCD HFK Leipzig, Marian Michalczyk, TSV GWD Minden, Moritz Preuß, VfL Gummersbach, Tim Suten, TBV Lemgo.